Willkommen zurück bei Pandoras Tower und die Frage, welche Tür betreten wir? Ich nehme jetzt einfach mal diese hier. Okay. Was geschieht hier? Leute. Hier ist kein Meilenstein. Gut, das zwingt mich dazu, hier nachzugucken, weil ich möchte jetzt schon, dass das mal gespeichert wird. Oh. Okay, vergisst es. Wir sind gezwungen, uns hier durchzusuchen, ohne dass unsere Mühe auch nur ein bisschen... Oh. Kann man... Ja, dachte ich mir. Denn hier ist nämlich eine Truhe. Es ist eine Elysionsscheibe. Wenn ja, würde ich sie gerne nehmen. Nein, es ist eine unlesbare alte Notiz. Verdammt. Ja, Helena bräuchte nämlich jetzt demnächst bald mal wieder was. Das Problem ist halt, ich weiß gar nicht, wie knapp ich davor bin, hier einen Speicherpunkt zu erreichen. Sonst könnte ich anders mit dieser Situation umgehen. Aber ich weiß... Oh, mein Meilenstein! Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank, meine Freunde. So, aber Moment, was ist das hier? Sollen wir jetzt nicht außer Acht lassen? Okay, das Teil bewegt sich. Ist das jetzt wie Tic-Tac-Trauma in Mario 64 oder wie darf ich mir das vorstellen? Wobei ich da ja eh immer nur, ja, die Version macht, wo alles stehen bleibt, weil ich sonst überhaupt keine Chance hätte, aber so gar nicht. Jetzt wird mein LP bestimmt Beleidigungen... Oh, danke, danke, danke. Es wird meinem LP bestimmt immer noch Beleidigungen geben, weil ich das mache, aber mei. Das muss, das muss. Naja, das mache ich für den Set. Die LP wird schon toll. Freue mich schon wahnsinnig darauf, aber es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis das Ding veröffentlicht wird. So, unsere Aufgabe. Aha. Gut. Wisst ihr was, Leute? Dann werde ich jetzt kurz zu Helena zurücklaufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, es gibt eine neue Dialoge, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wie war das Aufräumen? I've pretty much finished sorting this place out. It should be a bit more livable now. I'd like to tackle that cellar next. I'm not relishing that prospect, I must say. Das wird echt ein Spaß. Jetzt müssen wir doch um die Übersetzung. Alright, leave it to me. Und ja, dann plaudern wir noch ein bisschen. My family are quite the handful, aren't they? You just didn't understand them, did you? Have you ever tried reading something you wrote, Aaron? I find it so embarrassing. Ach komm. Don't do anything stupid out there, all right? Come back here if it gets too dangerous. Yes, Aaron? Gut, dann müssen wir jetzt das Fleisch geben, nicht bevor Schlimmeres passiert. Und zwar das Warme, ja. Füllt fast alles auf. Beziehungsweise füllt alles auf. Das ist jetzt, sie gewöhnt sich langsam dran. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, dann schlafen wir noch, bis wir wieder voll sind. Ich bin übrigens ein Level gestiegen seit dem letzten Mal. Hab nochmal gegen ein paar Viererkämpfer zum Rückweg. Ja, ihr seht schon. Okay, gut. Dann gibt's hier noch Bücher. Weiß nicht, wie lange die da bleiben, deswegen lese ich die jetzt einfach auch mal. Oh, ein unlesbarer alter Text. Wo sie dann Helena geben? Vom Dach. Eine herrliche Aussicht, ob ich Aaron sehen kann? Das ist das Nest eines Vogels. Er schläft dort nachts. Ich will ihn nicht verscheuchen. Okay. Gut. Naja, die Notiz geben wir später. Ich laufe jetzt zurück. Oh, wobei, nee, eine Sache noch. Und zwar bin ich auf dem Rückweg über etwas gestoßen, das wir hier noch nicht betreten haben. Wobei, wartet, ich speichere kurz ab. So, nun geht's weiter. Die Sache, die ich euch zeigen wollte, war... Denn, hier gibt es bei einen zweiten Eingang, den ich das letzte Mal nicht gesehen habe, weil ich gleich den ganz links nahm. Und ich dachte, wir schauen uns den vielleicht noch in diesem Part an. Das Fleisch vertrocknet. Ach so, ich habe vergessen, das Mafter zu verkaufen. Ah, Bullshit. Naja, da können wir es rausschmeißen. Ja. Stimmt. Wegwerfen. Abgrundbarren. Okay. Ah ja, und zwar hier war es nicht, oder? Nee. Genau, hier. Mittig platziert.
Jetzt gucken wir uns doch an, was da ist. Und ja, etwas, das gefällt mir nicht, überhaupt nicht. Nämlich eines dieser Viecher in Lila. Etwas Asozialeres gibt es, soweit ich weiß, nicht. Also das müsste schon echt mit harten Dingen zugehen, dass das noch asozialer wird. Okay, jetzt werde ich ihm erstmal... Oh, nein, 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 nein. Nein, nicht seine Hand, verdammt. Nicht seine Hand. Hallo, spreche ich Chinesisch. Sein Kopf. Werde ich ihm erstmal das Ding vom Kopf ziehen. Das funktioniert ja so. So, und jetzt kann ich ihn verprügeln. Er ist ja zum Glück alleine. Also ich glaube, selbst wenn es ein Lilana ist, gegen den alleine zu kämpfen, ist wesentlich besser als gegen zwei normale. Ja, funktioniert doch ganz gut. Es wird halt lange dauern, bis er stirbt. Das war mir schon vorher klar. Ich bin halt hier nach unten geflogen, weil ich einen Schnellweg zurückgesucht habe. Und ja, dabei ist es mir halt aufgefallen, dass ich hier diesen Raum vergessen habe. So. Ich weiß allerdings nicht, was hier ist. Das habe ich nicht geschaut, außer ab der Kamera. Das mache ich jetzt live mit euch und schaut euch an, wie hart der ist. Obwohl ich eigentlich wirklich hochgelevelt bin. Och, nee. Aber gut, ich glaube, er wird nicht resettet. So, jetzt muss ich hier warten, bis er von der Tür weg ist. Er geht von der Tür weg, Alter. Okay. Ich frage sie viel für meinen Level. Boah, ey, fast ein Level, nur weil ich den gekillt habe. Das ist hart. Das ist echt hart. Und ich habe... Was? Nur nasses Fleisch? Naja, nasses Fleisch ist nicht schlecht, aber wäre es dann natürlich besser gewesen. Naja, egal. Werde ich mich nicht beschweren. So, was das hier ist, weiß ich allerdings nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein Schalter, wie ich ihn vorher gesehen habe, aber was der jetzt genau bewirkt... habe ich leider keine Ahnung. Nee, ich weiß es echt nicht. Ich aktiviere den jetzt einfach mal. Vielleicht ist ja was Gutes. Sehen wir dann auch, die Kisten wollen wir nicht auslassen. Komm her, Kupfermünze. Und ja. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ja, kommt immer wieder vor. So. Was ist hier? Okay, dies hatte ich allerdings nicht gesehen. Ja, das ist so wie im letzten Dungeon. Nur da waren es sogar fünf und man konnte nichts sehen. Also dann ist es hier sogar fast sozialer. So, normales Bestienfleisch geben die nur. Aber gut, ich komme schon klar. Wow. Böser, böser Feuerball. Okay. Kette her. Ziehen. Und jetzt du. Mann, ich komme ja erstaunlich gut klar, muss ich sagen. Das hätte ich so jetzt ehrlich gesagt... Wow, nicht erwartet. Ah, komm, komm, komm. Okay, und jetzt... Ah, so. Wunderbar. Die Tür ist offen. Aber ich frage mich jetzt nur, ob mir das irgendwas gebracht. Kann ich hier irgendwo hin? Also, hier haben wir... Was haben wir hier? Quecksilber, wow. Das war ein sehr guter Fund. Das brauchen wir für viele Rüstungen. Und ja, da wird uns dieses Quecksilber auf jeden Fall helfen. Ehrherrn, Ausweitung. Es ist zwei Wochen her. Seit Athos, Kerata und Thema die anderen Königreiche in Imperia den Krieg erklärt haben. Die Offiziere sind sichtlich verunsichert und haben versucht, die Waffenproduktion anzukurbeln. Doch der Ausstoß der Türme ist in Wahrheit eher gesunken. Der Grund dafür sind die Bestien, die wir als Meister bezeichnen. Seit ihrer Erschaffung tauchen immer öfter plötzlich Metallbrocken auf und Maschinen fallen aus. Dass so viele Arbeiter zur Behebung dieser Probleme benötigt werden, gibt es nur noch wenige Leute, die zur Waffenerstellung eingesetzt werden können. Der Krieg weitet sich indes stetig aus. Wir müssen an unseren Kameraden auf dem Schlachtfeld denken und alles für sie geben. Also genial wäre es natürlich, falls ich hier irgendwo die zweite Kette finde. Aber es sieht irgendwie fast nicht danach aus, als gäbe es hier überhaupt irgendwas. Oder irre ich mich da jetzt nur? Es sieht wirklich nicht danach aus. Nee. Hier ist irgendwie gar nichts. Das sind eben die Bücher. Eisenmeister. Wir haben Meldungen von den Eliteeinheiten der Armee zum Eisenmeister erhalten. Wir begrüßen seine unglaublichen offensiven Qualitäten, sind aber besorgt wegen seiner selbstzerstörerischen Tendenzen.
Dies ist ein Bereich, der zu verbessern ist. Er ist anfällig für Temperaturerhöhungen bei der Bewegung sowie die Hitzeentwicklung bei erlittenen Schäden in der Folge gegnerischer Angriffe. Die defensive Hitzebestrahlung ist eine Sache. Mit derartigen Mängeln können wir ihn nicht auf dem Schlachtfeld einsetzen. Es liegt in eurer Verantwortung, diese Probleme zu beheben. Verflucht sei ihre Unwissenheit. Wissen Sie denn nicht, welche Opfer wir schon gebracht haben? Sie reden nur von ihren Statistiken, aber wir müssen ihnen Folge leisten. Wie können wir diese Probleme nur beheben? Ja, das war scheinbar eine Anspielung auf den neuesten Endboss. Ich bin sehr gespannt, wie man das darstellen möchte. So ein Minenmonster. Wow. Boah, der ist wieder da. Okay, erstmal beseitige ich euch. Au. Weil ich glaube, wenn man die zweimal beseitigt hat... Ja gut, nicht kommen sie nicht wieder, aber zumindest wenn ich hier einmal drin bin. Okay. Autsch. Gut. Ich muss mich jetzt aufheilen. Geht nicht anders, aber ich möchte die Erfahrung, die ich hier kriegen kann. Durchaus. Also auf zum zweiten Battle. Und ja, zerstört. Und jetzt bin ich dran. Au! Sogar bist du wahnsinnig! Okay, ich heile mich auf, egal. Ich möchte die Erfahrung. Ey, komm, der ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Also gerade ist er nicht so übertrieben abgegangen. Vielleicht hatte ich auch noch Glück. Komm, komm, komm. Komm, komm. Okay, jetzt habe ich noch einmal aufladen können, egal. Ich hör mal einfach drauf. Mist, das wollte ich jetzt eher nicht. Aber gut, ich kann ihn ja jederzeit wieder umlegen. Das soll nicht das Problem sein. Gut, wenn man ihn einmal in der Zwickmühle hat, dann hat man das hier gewonnen. Man muss halt endlos auf draufhelmen und darf ihn dann nicht wieder locker lassen. Aber dann geht das schon. Ja, aufgestiegen. Super. Warmes Fleisch sogar. Super. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie es gut ist. Wartet mal. Wow. Das war ein Gewinn. Das war ein Gewinn. Und war ich jetzt eigentlich 520? Nee. Irgendwie ist meine LP nicht gestiegen. Gut, Leute. Ich gehe mal zurück. Ich werde mich hiermit auffüllen. Und werde Helena das warme Fleisch geben. Bis gleich. Jo, und wir haben hier wieder mehrere Optionen. Nämlich hier können wir um Übersetzung bitten. Gut. Und das Stigma des Fluchs. Ja, das stimmt. Ah, das haben wir schon. Oh, trotzdem aufgestuft. Okay. Also. Und wir haben von Mafta einen Kereta-Teppich erhalten, weil wir das Monsterfleisch verkauft haben. Cool. Und 2050 Leert! Wenn ihr überschlagen sich ja die Ereignisse gerade. 2050 Leert für den Lesestoff. Boah. Jetzt muss ich auch mal gucken, was dieser Teppich da macht. Was macht der denn? Hm? Oh, meine Batterie ist leer. Naja, gut, Leute, dann hätte ich vorschlagen, wir beenden diesen Part mal etwas früher. Ich muss die Batterie jetzt erst aufladen. Und dann geht's am nächsten Mal einfach da weiter, also in dem Raum weiter, wo diese vielen ja, Schalter sich bewegt haben. Ich hoffe, ihr schaut mir dann wieder zu, unterstützt mich und ja, bis dann, Leute.